Die Deutsche Selbstverwaltung Bonhard hat eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Titel Deutsche Abende ins Leben gerufen. Ihr erstes Programm fand am 10. März im Veranstaltungsraum der Perzerkurie statt. Zahlreiche Interessenten sind aus Bonhard und den umliegenden Siedlungen gekommen, um gemeinsam den Dokufilm »Wir Schwaben waren immer gute Ungarn« anzusehen, der die mehr als 1100 Jahre lange Geschichte des Zusammenlebens von Deutschen und Ungarn bearbeitet. Also die Deutsche Selbstverwaltung von Bonhard möchte eine Vortragsreihe auf die Beine stellen mit dem Namen Deutsche Abende in Bonhard. Diese Filmpremiere von diesem Film, was von Laszlo Petra und Jeremia Mann gemacht worden ist, Wir Schwaben, wird hier heute Abend vorgestellt. Wir denken, dass wir am 29. März die nächste Episode von diesen Deutschen Abenden vorstellen werden mit Herrn Dr. Bechtel Helmut Herrmann. Er wird über Literarisches erzählen. Und im Rahmen dieser Veranstaltung ist das hier das erste diese erste Filmpremiere. Es geht um einen Film, der uns zugesandt wurde, dass wir auch in den Schulen und im Ort vorstellen sollten. Es geht um die Geschichte der Ungarndeutschen, dass wir, die Ungarn und die Deutschen, seit über 1100 Jahren zusammenleben. Das ist so weit wie eine Heirat, eine Ehe, die immer auch positive, aber auch negative Seiten hat. Also im Film geht es nicht nur um Schönes, sondern auch ziemlich düstere Geschichten oder Teile der deutschen Geschichte. Und diese werden dann gezeigt. Im Film gibt es einen Ich-Erzähler. Ein junger Herr aus Mutschi stammend, wurde vertrieben, ausgesiedelt, wohnte in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und beerdigt wurde er wieder hier in Mutschi. Er erzählt diese ganze Geschichte eigentlich. Und es ist ein sehr schön gelungener Film. Von örtlichen Ungarndeutschen wurde die Initiative der deutschen Selbstverwaltung begrüßt. Sie finden, dass derartige Zusammenkünfte und Gespräche nach den Vorträgen sehr wichtig sind. A Covid-járás, vírusjárás előtt volt több estünk, csak akkor megszűnt. Körülbelül olyan 8-10 alkalommal gyűltünk össze. Azért gyűltünk össze, mert ez egy hiánypótló találkozás. Olyan életérzésem volt, hogy jó volna beszélgetni. Többször előfordult az, hogy ültünk a buszon, elkezdtünk beszélgetni egy témában, nagyon érdekes volt, megérkeztünk a busszal, vége szakadt a beszélgetés. Ugyanez lejátszódott piacon is, boltban vagy máshol, és akkor szerveztünk egy beszélgetést. Gondoltuk, hogy beszélgetünk, de hogy először többen összejönnek, tematizáltuk a témákat, és meghívtunk előadókat. Előadók a válogatja, hogy hányan jöttek el, 30-an, 50-en van, amikor többen eljöttek. Az a rész a dolognak nem sikerült, hogy hosszan megbeszéljük. Egyelőre még az emberek nem igazán szeretnek hozzászólni. Egy órás beszélgetés, vagy órás téma után, előadás után ők 5-10 percet maradnak és szeretnek elmenni. Nekem az a vágyam, vagy az volt az elképzelésem, hogy majd fogunk csinálni olyat is, ami csak beszélgetés. Mindenki elhozza maga kis saját történetét, mert mindenkinek van itt története, nem is egy, meg a kis emlékét, és akkor elmondja róla, hogy arról a kitelepítési papírról, vagy arról a B-listáról, vagy arról a fogságba elvívő megérkező papírról mit tud, és akkor nyilván, hogyha elkezdjük a beszélgetést, akkor nincs vége. Der Film wird auch Schülern in den deutschen Nationalitätenschulen vorgestellt. Ich glaube, es füllt eine Lücke aus, ja, weil sie wissen nicht so viele von Vergangenheiten. Und ich glaube, sie müssen dafür ein bisschen erfahren. Wir lernen in der Schule schon. Wir haben Volkskundeunterricht von der 1. bis der 8. Klasse. Und dort lernen die Kinder schon, wie früher die Ahnen gelebt haben, die Großeltern, Urgroßeltern, was sie gegessen haben, wie war die Schule, was haben sie in der Kirche gemacht. Wir lernen sehr viele Sachen über unsere Urgroßeltern. Ja, natürlich, wir haben schon den Link bekommen und wir zeigen den Kindern. Für den Kleinen glaube ich schon ein Teil, ein paar Teile davon, den ganzen Film nicht, weil das zu viel ist für den Kleineren. Aber die Größeren können schon das anschauen und darüber reden und die Denken sagen, was sie darüber denken, was glauben sie, was früher passiert ist, warum ist das so passiert. Das nächste Programm der Veranstaltungsreihe Deutsche Abende, ein literarischer Vortrag von Helmut Hermann Bechtel, findet am 29. März statt.